Ja, moin Leute, herzlich willkommen hier wieder zurück zu Colin McRae Dirt 2. Ihr merkt's, ich muss erstmal ganz kurz überlegen, wie ist das nochmal, Colin McRae Dirt 2? Es gibt noch die andere Reihe, Dirt Rally oder Rally Dirt 2 oder wie auch immer. Dieses nicht, sondern das ursprüngliche aus dem Jahre 2009. Ja, da sind wir schon fleißig dran am Durchzocken und nebenbei guckt man hier immer so eine kleine Sitcom von damals, tierisch langweilig. Aber ganz ehrlich, in so einem Wohnwagen, da hat man auch nichts anderes zu erwarten. Kann ich eigentlich da hinten hingehen? Nee, da will auch keiner hin. Also ich könnte schon, ich könnte es euch zeigen, aber das will keiner sehen. Deswegen gehen wir einfach mal hier auf unseren Tourkalender. Und ja, Baja, da geht's hin, da haben wir noch ein Rennen offen gelassen. Gucken wir doch einfach mal. Welches Fahrzeug dürfen wir denn nehmen? Wir spielen jetzt wieder auf seriös, vollständiger Schaden. Fahrzeugeinstellung. Keine Ahnung, was das überhaupt ist. Na, ja, brauche ich nicht. Oh, es ist in der Nacht. Guckt euch das an, oder? Ist schlechtes Wetter? Abendstimmung? Bin mir nicht ganz sicher. So, wir gucken mal. Welchen Wagen dürfen wir denn nehmen? Ja, nicht so viel. Wir haben, glaube ich, auch gar nicht mehr so viel Geld mit 44.000. Dann nehmen wir den mal hier. Stucker 2. Ran an Speck. Ah, oh, das ist aber auch ein... Warte mal. Kann ich da nicht drum rumgehen? Ich wollte eigentlich das Auto ansehen. Geht leider nicht. So. Ja, mit dem Fahren ist ja ein bisschen knifflig, ne? Der ist ja so ein bisschen robuster und hat eine fette Federung drin. Aber das kriegen wir hin. Dave Mirra freut sich da oben noch auf Platz 1. Aber der ist jetzt unser Freund. Der hat sich, glaube ich, am Ende des letzten Parts, hat er sich doch mit uns angefreundet. Und ja, der weiß halt schon, wo der Hase langläuft. Der will schon in mein Team. So. Der VXXL, das wird irgendwann mein Energy Drink, das sage ich euch. VXXL, das klingt einfach schon wie die ultimative Power. Mein Auto ist nicht die ultimative Power. Die brauchen wir erstmal ein bisschen, die ultimative Power, ehe es losgeht. Ach, das waren diese Bergaufrennen, oder? Eigentlich ganz geil. Die fand ich auch schon im ersten Dirt ganz gut, aber hier ist wirklich... Also, es sind ja bis jetzt fast alle Rennen so 1:1. Das ist frech. Ja, weniger aggressiv, das hättest du gern. Aus Dirt übernommen, plus halt noch so ein paar Einzel-Events, die sie nochmal neu gemacht haben. Hier diese komischen Papp-Dinger umfahren. Ui, der hat sich gedreht. Aber es ist einfach alles besser. Es sieht besser aus, es spielt sich einfach geiler, es spielt sich physikalisch, glaube ich, korrekter. Und ich war ja schon restlos begeistert vom ersten Teil. Von daher, bis jetzt... Kann ich durchaus verstehen. Ich habe mir letztens mal wieder den Test angeguckt zum neuen Dirt 5. Meine Güte, also es ist so durchwachsen, die Kritik. Aber viele schreiben eben auch drunter, das Beste war, ist und bleibt Dirt 2. Also dieses Spiel hier. Und bis jetzt muss ich sagen, also ich kann durchaus nachvollziehen, dass das hier so mega viele Fans hat. Es spielt sich wirklich super. Und das natürlich mit dem Wohnwagen als Hub ist geil gelöst. Ist natürlich wesentlich schöner als... diese normalen Hauptmenüs, die man da einfach nur so durchklickt. Das muss man sagen, das ist schöner gemacht. So. Der da vorne, ich halte mich eigentlich so ein bisschen dran, was der da macht. Das sieht irgendwie sehr clever aus. Oder? Der kriegt das doch irgendwie hin. So. Unser, wo ist denn hier eigentlich unser Kollege? Bist du unser Kollege, ne? Das war gut gedriftet, aber... War gut gedriftet, muss ich sagen. Aber... Mein Drift war jetzt... Oh, das ist frech. Ich wollte schon sagen, auch nicht schlechter. Aber es war eine Lüge. Dave Mirra, da ist er hinter uns. Mirra von Millenberg. So, wie fahren wir denn noch? Gerade mal die Hälfte geschafft. Langes Event. Das heißt, uns können noch viele einholen, aber theoretisch können wir es auch schaffen, hier auf Platz 1 zu kommen. Sehr schön. Jetzt zeige ich es euch hier. Auf dem Asphalt. Da habt ihr nichts mehr zu lachen. Sag ich doch. Ja. Ja, wo komme ich denn auf einmal her? Ich als alter Need for Speed Hase. Oh, jetzt geht's halt wieder in Dreck, ne? Da habe ich halt wieder... Habe ich es nicht unter Kontrolle. Ich habe mir jetzt auch schon die neueren Teile für die PS4 mal runtergeladen. Also Need for Speed. Ja, also ich habe irgendwie Bock drauf, aber irgendwie habe ich jetzt gerade mehr Bock auf Dirt. Als letztes habe ich Need for Speed Hot Pursuit. Nicht das Remaster, sondern das Original von damals, 2010, auf der PS3 durchgezockt. Wenn ihr das hier seht, guckt es euch an. Echt geiles Spiel. Also ich kann durchaus verstehen, dass das gerade so ein bisschen maue Bewertung bekommt, denn es sieht einfach ja höhere Auflösung. Aber ansonsten ist das Remaster nicht viel geiler. Was natürlich gut ist, du kannst es online mal wieder zocken.
Ich meine, auf der PS3, wer es noch hat, legt's ein. Man kann es noch zocken. Man kann es echt noch zocken. Man findet Lobbys, es wird gespielt. Könnte natürlich auch daran liegen, dass man, dass es gerade nochmal neu aufgelegt wird und dann ist ja das Original, wird dann das öftere nochmal gezockt. Aber das neue Spiel ist dann eben auch mit Crossplay zwischen PC, Xbox und PS4, ich glaube auch PS4, 5. Das ist natürlich ganz geil, ne? Das finde ich immer ganz gut gemacht. Weil ansonsten ist man immer so an seine eigene Konsole gebunden und das begrenzt dann doch manchmal die Lobbys. So, wir steigen auf, Level 8. Und mit dem Levelaufstieg haben wir, glaube ich, auch neue Tourneen freigeschaltet. Freunde, Katie Justice ist jetzt dein Kumpel. Hey Katie, herzlich willkommen in meiner Freundesliste. Jetzt sind wir zu dritt. Yeah, ein Lufterfrischer. Sehr schön. Toll. Den bräuchte ich wirklich mal hier drin. Kriege ich den jetzt zugeschickt? La, 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 la. Ich finde das so cool, dass in der Ladezeit er sich noch umguckt. Man hat so richtig schönes... Ein Duell, 1 gegen 1. Nö. Glückwunsch, du bist für die X-Games von Europa qualifiziert. Geil. Die kann ich jetzt antreten, will ich aber nicht. Will ich nicht. Lass mich weg. Nee, brauchst nicht näher rangehen, will ich jetzt nicht. Ich will ganz normal hier erstmal gucken, was ich noch alles fahren kann in London. London, hier haben wir noch ein Rennen. Das will ich jetzt erstmal machen. So, es geht auf nach London. Gleich mal rausgucken. Welchen Wagen wollte er mir hier bitte anstellen? Colin McRae R4? Ach krass, ich brauche ein neues Auto. Aber die sind auch ziemlich teuer. Okay, gehe ich wieder rein. Alles klar, habe ich noch nicht. So, okay, das darf ich noch nicht fahren. Kann ich noch nicht fahren. Bin ich zu arm. Der arme Schlucker muss wieder in sein Bungalow. Gucken wir mal hier rein. Rennen, Kapellenlauf. Hallo, ich bin's wieder. Ah, das sind doch unsere Autos. Die haben wir doch schon mal. Der Impreza WRX. Das war, glaube ich, der teure, den wir gekauft haben. Weshalb ich jetzt pleite bin. Ja, wegen dieser Karre bin ich jetzt pleite. Aber hat es sich gelohnt? Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. So, wo sind wir denn? Platz 6. Connor Ryan ist oben. So, auf ein nächstes gutes Rennen. Das ist ja sowieso das Geilste jetzt hier, ne? Mit der Karre, da habe ich mich am Anfang so gefreut, so viel Geld schon rausgefahren. Das ist Kroatien, hier gibt's nichts geschenkt. Fahr so schnell du kannst und bleib auf der Straße. So, Katie Justice. Das ist doch die, die ist doch jetzt unser Freund. Die gehört doch zu uns. So, das sind wir noch nicht. Jetzt, da sind wir. Da sind wir. Langsam rangerollt. Und jetzt heißt hier schon ein bisschen Stoff gehen. Eins, go! Okay, jetzt heißt für mich ein bisschen Klappe halten, fokussieren, denn das sind wirklich die anspruchsvollsten Rennen und irgendwie, weiß ich nicht, die spaßigsten? Weiß ich noch nicht. Kann ich so noch nicht sagen. Oh, ich liebe diese Karre. Also, so teuer sie auch war und ich mir wünschen würde, dass ich ein bisschen was gespart hätte, so sehr gefällt mir dieses Auto. Nö, gekonnt nennt man das. Guck mal, wurden geblitzt. Glück gehabt, wie er das noch so sagt. Glück gehabt. Jeder andere würde doch panisch in dem Auto sitzen und irgendwie schreien. Ah! Er sagt Glück gehabt. Als würde er mir damit einer auswischen. Er würde doch genauso sterben bei den Unfallen. So, eine leicht rechts lange Kuppe. Oh, heieieiei. Halalalalala. Ach Gott, ey, die Dinger. Endlich kann ich sie umsemmeln. Das letzte Mal bin ich schon an diesen einbetonierten Scheißdinger hängen geblieben. Da sind sie wieder. Oh. Und einmal rum. Oh, schön gedriftet. Das ist wirklich geil gemacht. Daran haben sie wirklich an der Physik noch ein bisschen geengined. An der Engine geengined. Das ging beim ersten Teil nicht so geil, fand ich, das Driften. Da blieb man zu oft stehen. Hier kann man richtig schön durchdriften. Bis Ziel, das hört sich schon mal gut an. So, und? 1,45, ist gut oder schlecht? Dritter Platz, gut gemacht.
dritter Platz. Also wir halten fest, seriös ist durchaus mein Schwierigkeitsgrad. Ah, war ein schönes Rennen. Hat Spaß gemacht. Ich muss aber, ich möchte jetzt mal die Tabelle sehen hier von den Zeiten her. Oh, es ist so geil. Ich liebe solche Wiederholungen. Ich weiß, ich werde sie jetzt nicht zu Ende gucken. Das sieht so gut aus. Ich brauche ja auch ein bisschen was für die Thumbnails. Guck mal hier. Yes, jetzt fährt er durch die Dirt-Schrift. So werde ich es machen. Geil. Richtig geil. Oh, es sieht so gut aus. Schön. 1,45. Guckt euch das an. Es war wirklich dieser eine kleine Unfall. Mit Glück gehabt. Wäre das nicht passiert, dann hätte man ersten Platz geknackt. Ja gut, aber auch die kleinen Fehler werden hier bestraft. Ist ja richtig so. So will man es ja auch. Man will ja die Herausforderung suchen. So, dann wollen wir mal gucken. Wie viel Geld habe ich eigentlich gekriegt? Das ist das Wichtigste. Hey Flitzer, wenn du mal was anderes probieren willst, demnächst steht Dschungel Action in Malaysia an. Oh, geil! Wenn du etwas Erfahrung, dann nehme ich dich mit. Dschungel Action, das erinnert mich ja gleich an Sega Rally. Da gab es so eine Neuauflage. Ich weiß gar nicht mehr von wann, 2008 oder so. Das war so schwer. Es war auch ein Rennspiel, das habe ich nie durchgespielt, aus der Videothek ausgeliehen. Gut, ich habe nur 2 Tage Zeit gehabt, es zu zocken. Und das hat so eine geile, arkadige Physik gehabt. Und das, liebe Leute, habe ich mir vor 1 oder 2 Jahren nochmal für einen PC geholt. Für 80 Cent oder so. Aber das war so gut. Das werde ich auf jeden Fall für euch nochmal let's playen. Sega Rally. Richtig, richtig genial. Aber war sackschwer. War richtig, richtig schwer. Also, aber ich habe wirklich es als Ziel, dass ich es eigentlich mal durchspiele. So, irgendwas mit 15. Ich vermute mal, ich muss wieder die, ja, diese gelben Dinger umfahren. Okay. Let's go. Go! So, komm, 15 Sekunden müssen zum Schluss noch dastehen. Ein leichtes. Das finde ich eigentlich so cool gemacht, ne? Das ist so schön arcade-lastig, aber mit der realistischen Physik hier von Dirt 2. Ein geiler Spielmodus. So, ich muss mich mal konzentrieren. Oh, man kann so gut mit dem Gas spielen. Ey, ich habe letztens wieder so einen kleinen Bericht gesehen bei Rocket Beans, ne? Ich mag die ja eigentlich. Aber da meinte der Trant, dass er damals schon den PlayStation 3 Controller für überholt fand. Und er findet ihn nicht gut. Und das ist eine Meinung, das kann man so akzeptieren. Aber ganz ehrlich, Trant, nein. Das ist Blödsinn. Der PS3 Controller ist eigentlich das Nonplusultra, das ist einfach so. Oh, shit. Der ist wirklich, also ich spiele ja auch sehr, sehr häufig mit dem PS4-Controller und dem alten Xbox 360-Controller am PC. Und der PS3-Controller, der liegt einfach perfekt in meiner Hand. Und, oh Gott, war das schlecht. Der ist wirklich einfach, der PS4-Controller ist mir ein bisschen zu groß. Und wenn ich den PS5-Controller jetzt sehe, der ist ja noch ein Stückchen größer, ne? Wer hat denn so riesige Flossen? So, von der Zeit her sieht es jetzt gar nicht so übel aus, würde ich mal behaupten. Oh, scheiße. Einmal die Handbremse gezogen und das in der falschen Sekunde. So, 15 Sekunden soll übrig bleiben. Irgendwie sieht es so aus, als würde ich das locker hinkriegen. Aber wenn ich natürlich nochmal so ein Fauxpas mir leiste, wie eben... So, das sieht doch ganz gut aus. Zack, ich glaube, das ist der erste Platz. Das dürfte der erste Platz sein. Puh. So muss das sein. Sehr, sehr schön. Ah, also das haben sie, cineastische haben sie das natürlich bei Dirt Showdown gemacht. Da ploppen auch diese Dinger da besser weg. Diese Pappaufsteller, ne? Schaumstoff oder so. Hier, zack. Das sieht da schon cooler aus, aber da hatten sie leider nicht so eine Rallye-Rennen hier drin. Und das ist wirklich ein richtig gutes Event. Das gefällt mir. Das macht Spaß. So. Levelaufstieg. Was muss man schaffen? Level 11, ne? Was helfen mir Lackierungen, wenn ich die Autos dazu nicht habe?
Die schönste Lackierung. Und Cash-Bonus. Was? 75.000? Einfach mal so. Das war eine fantastische Leistung. Das stimmt. So, und zack, wieder rein in die gute Stube. Ich würde sagen, einen machen wir noch, oder? Die Chinesen sehen Erfahrung als überaus wichtig an. Um in China zu fahren, musst du dir erst einen Namen machen. Trainiere weiter und dann komm uns nach. Alles klar, mach ich. Verstanden. Okay, wir müssen erstmal hier noch ein bisschen was zeigen, was wir können. Hier haben wir alles. Hier haben wir noch... Alter, haben wir noch gar nichts gemacht in Japan. Okay. Haben wir hier unten noch was? Hier, machen wir doch erstmal das, oder? Machen wir erstmal das. Jawohl, rein in die gute Stube. So, welches Fahrzeug dürfen wir nehmen? Oh, da sehe ich ihn doch schon links. Da sehe ich ihn doch schon stehen. Da. Rennen. Da, wir gehen gleich ins Rennen. Zeigt mir gar nicht erst, was ich alles auswählen könnte. Ich weiß doch schon, was ich will. Land Rush. Connor Ryan, der hat's wirklich drauf hier, der Junge. Der fährt mir das öfteren mal ein bisschen davon, ne? Okay. Das ist wirklich relativ schwer hier. Ist der kleinste Fehler und man dreht sich und man schafft es eigentlich kaum noch hinterher zu fahren. Das ist Marokko. Brutale Hitze und staubige Strecke. Viel Glück. Okay. Brad Markowski. So ist er denn rechts neben uns, oder was? Ist das Brad? Brady? Brady? Alter. Pfui. Pfui. Ich will nicht wissen, auf wen oder was du heiß bist. Los geht's. Die wilde Fahrt beginnt. So, let's go. Achtung! Was denn? Ich habe da nur ein bisschen gebremst. Ich musste, der hat mich gerade so genervt. Ich musste ganz kurz mal ein bisschen bremsen, damit ich dir mal zeige, was hier los ist, ne? Kleiner Auffahrunfall. So, Förderplatz ist genau einer zu wenig. Alter, diese Karre, irgendwie hört die sich nicht gesund an, oder? Da stellst du dir eigentlich mehr so vor, aber ne, es ist wie so ein Zweitakter. Der kippt um. So. Aber wir kommen wieder gut ran. Ui. Eins darf ich auch nicht machen gegen diese komischen Reifenfahren, die ja rechts und links sind. Das tut weh. Die sind meist festbetoniert. Wer kennt das nicht? So. Oh, ich suche irgendwie gerade noch so die Lücke, um durchzukommen. Das ist sie. So, tschüss. Und jetzt muss ich Stoff geben. Heppala! Oh, geil. Das wäre so cool gewesen, hätte sich jetzt überschlagen. Ich würde es ihm wünschen. Connor Ryan, du sowieso. Du wirst irgendwann mein Freund werden wollen. Das sage ich dir schon mal. Und wenn es dann in der Zukunft gewesen wäre, er hätte mein Freund hätte werden sein können. Fast Super Future 3 ist das. Habe ich gerade erfunden. So, jetzt will ich aber noch Fast Super Future Platz 1 werden. Brad Markowski. Du wurdest gerade so schön angekündigt. Das weiß ich ja warum. Weil du ein Arsch bist. Scheiße. Warte mal. Mir fällt gerade auf, ich benutze diese Rückspulfunktion nie. Warum benutze ich die nie? Warte mal, wo drehe ich mich? Da passiert's. Das heißt, da werde ich es benutzen. So, und jetzt Viereck. Zack. 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 Mir fällt gerade auf, das sind ja die Symbole da rechts. Das fällt mir jetzt erst im vierten, fünften Part auf. Das sind die Rückspulfunktionen da rechts. Diese Blitze. Und ich glaube, der Schwierigkeitsgrad ändert nicht so viel an dem Fahrverhalten der Gegner, sondern mehr an den Rückspulfunktionen. Kann das sein? Denn auf einem Schwierigkeitsgrad schwerer hatte ich davon nur zwei. Das heißt, ich fahre einfach nur verdammt gut. Allerdings würde ich jetzt gerne noch Erster werden. Er lässt mich nicht vorbei. So. 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 Gesagt, getan, einmal angesetzt. Und jetzt Stoffi Mac Stoffenberg ins Ziel. Fuck, er ist direkt neben mir. Yes! Es hat gereicht. Ich habe ihn genau neben mir gehört. Es hat hier gebrummt. Brrr. Da hat er zwei Takter, da hat er geblubbert vor sich hin. Aber wie? Aber richtig tief. Nee, mein Zweitakter und sein Diesel. Ah, geil. Geil! Alter, diese Wiederholung. Die sind natürlich. Kann man die eigentlich speichern? Ich will die speichern. Geht nicht, ne? Guck mal hier. Jetzt. Oh, guck dich das an. Wie geil das ist.
meine, wie haben die das programmiert? Ey, überlegt jetzt einfach mal, das ist eine PS3. Das Spiel ist 11 Jahre alt, wie geil das aussieht, in was für einer geilen Physik das läuft. Guck mal hier, jetzt ganz langsam. Yeah. Alter, es ist wunderschön, das Spiel. Richtig gute Aktion. Ihr merkt schon, jetzt wo ich des Öfteren mal Erster bin, gefällt mir das Spiel richtig gut. So schnell kann es gehen. So. Dann wollen wir mal gucken. Wir werden höchstwahrscheinlich ein paar andere Rennen noch freischalten. So, Level 11 und 12. Ich glaube, dann haben wir die... Na? Da oben links, ne? Da oben links, da könnte auch noch irgendwas kommen. Also wir haben jetzt hier unten noch Level 11 und 12, aber da oben links, da ist noch Platz. Da über Baja. Über Babaja. Hinter Baja. So, hier haben wir noch zwei Rennen, die können wir uns nicht leisten. Hier haben wir auch noch eins. Ansonsten Kroatien haben wir auf einfach alles gemacht. Japan haben wir komplett neu. Also uns bleibt sehr... Wir könnten theoretisch auch das hier machen, ne? X-Games Europe. Gibt auf jeden Fall sehr viel EP-Punkte und vor allem sehr viel Geld. 212... 1500 Dollar, das ist nicht wenig, aber so lang. Gucken wir noch diesen schönen kleinen Film an und überlegen uns bis zum nächsten Mal, was ihr wollt, was ich will. Und wir treffen uns dann einfach wieder hier auf meinem Kanal. Van Förde Franz. Lasst ein Abo da und ein Like. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zusehen. Ciao.